das ist mein Schlafauftritt in dem Sinne. Ich bin 22. 22, I'm a parent's baby, I just put this tilt to my face. Ich bin genau downtown, ich bin 5 Minuten von der Dubai Mall entfernt zu Fuß. Hi, how are you? I'm fine, thank you, how are you? Ich bin in einem Airbnb, würde ich mal sagen. Ja, das ist eigentlich so ein Airbnb. Ich glaube, das nennt man so. Ich mag die Frau, danke schön. I'm fine, thanks. Nice. Heute Abend ist eine Veranstaltung dort. Eine Veranstaltung. Sind Sie ledig? Ja. Essen. Ach Leute, bitte hört mir mal auf mit so einem Spaß, Alter. Reicht doch damit. Ey, bitte geh mal raus. Was, fragst du die ganze Zeit, was für Schuhe ich anhabe? Turkey? No, I'm Afghan. You're so beautiful. Thank you so much. Dankeschön. Salam. Wa alaikum salam. Thank you so much. Ja, Leute. Ich habe auf jeden Fall meine, wie gesagt, ich habe die Wimpern machen lassen. Ich habe der Wimperntante gesagt, was ist los? Warum werden die waren anders rot, Leute? Ich konnte meine Augen nicht öffnen. Ich dachte wirklich, ich werde blind. Okay, ich dachte, ich werde blind. Aber Alhamdulillah, mir geht's gut. Dubai, ja. Erinnerst du mich voll an Miranda? Wer ist denn Miranda? Sag ich dir dann privat? Nee, nee. Sag's mir gerne hier. Ja, Leute, was habt ihr so gemacht? Ich musste die letzten Tage einfach klarkommen, dass ich einfach zurück nach Deutschland kommen werde. Dann nach 3 Monaten Dubai einfach zurück nach Deutschland ist schon richtig hart dann. Richtig, richtig hart. Ich habe einige Wohnungen angefragt. Ich wusste ja erstmal nicht, wohin ich ziehen soll. Ich habe mir erstmal gedacht, ich wollte nicht zurück nach Hamburg. Ich dachte mir so vielleicht Berlin oder Köln. Ich habe jetzt 1-2 Wohnungen in Köln gefunden. Die habe ich angeschrieben und mal gucken, was draus wird. Würdest du 2 Stunden wegziehen? Ah, natürlich. Für meinen Mann würde ich natürlich wegziehen. Köln besser. Ja, ich habe auch überlegt, da ist halt eine Wohnung gerade und ich hoffe, dass ich sie bekomme. Ich habe dann mit dem Herrn da gesprochen. Es ist halt dann schon so eine möblisierte Wohnung auf den. Also er ist quasi im Ausland und ich habe das auf Immoscout oder so gefunden und dann vermietet man das und ich dachte mir Hauptsache etwas erstmal, weil ich kann jetzt nicht mehr die ganze Zeit in Hotels leben, Leute. Köln, Italien ist echt, warum zurück? Es sind einige Dinge mit meinem Business passiert, was ich hier machen wollte und einmal hatten meine Eltern zurzeit noch so ein unruhiges Gefühl, deshalb dachte ich mir so einmal deshalb zurück nach Deutschland. Und die zweite Sache, weil ich mir erstmal dann mein Business oder quasi erstmal ein bisschen vielleicht was anspare hier und da und dann nochmal was versuche. Aber da ist einiges mit passiert. Ich kann eine Wohnung klein in Berlin, 2 Zimmer, Balkon, 750 Gramm. Ehrlich? Ist es aber auch zentral? Oder, weil das Ding ist, ich möchte nicht irgendwo außerhalb so weit wohnen. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe bis jetzt noch keinen Führerschein. Ich muss meinen Führerschein noch machen. Ich hatte mal angefangen, habe das Ganze abgebrochen wegen meiner Ausbildung damals. Nein, ich habe damals in Hamburg gelebt. Wieder in Amsterdam. Zieh nach Düsseldorf, Beste. Düsseldorf bockt auch an sich.